Da bin ich wieder, euer Krümelmonster. Super, dass ihr auch alle wieder da seid. Ich freue mich. Jetzt will ich euch aber alle erstmal richtig begrüßen. Guten Morgen. Das war Deutsch. Good morning. Das war Englisch. Oh la la. Bonjour. Das war Französisch. Bukertos. Das war Hebräisch. Kalimera. Das war Griechisch. Was nehme ich denn jetzt mal? Lass mich mal nachdenken. Ah, buenos dias. Das war Spanisch. Sabah al-Khair. Das war Arabisch. Und jetzt kommt der Kracher. Xin Chao. Das war Vietnamesisch. Ja, vielleicht zumindest. Und jetzt noch für alle, die gern Spaghetti mögen. Buongiorno. Das war Italienisch. Und wenn jetzt noch eine Sprache dabei war, die ihr sprechen könnt und die ich nicht genannt habe, dann schreibt mir doch, euer Krümelmonster! Da bin ich wieder. Kekse! Krümelmonster, die sind nicht zum Essen da. Was? Warum? Wofür sollen Kekse denn sonst da sein? Guck mal, was dann da steht. Fing und Ten. Vielleicht kannst du die anderen Kekse noch zurechtrücken. Genau. Fing. Sten. Fing, Sten. Was ist denn das? Kenn ich gar nicht. Wisst ihr, was das ist? Pfingsten? Da wüsste ich ja gerne mehr drüber. Ja, weißt du was, Krümelmonster? Pfingsten, das ist ein Fest, so ähnlich wie Weihnachten oder wie Ostern. Oh, ein Fest. Gibt's da auch Geschenke? Nee, du, da gibt's diesmal keine Geschenke, aber es ist trotzdem ein ganz cooles Fest. Hast du Lust, mehr darüber zu hören? Oh ja, im Kindergottesdienst. Kommt alle mit, wir gehen in den Kindergottesdienst. Pfingsten feiern. Mal gucken, was das ist. Bis gleich. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir feiern heute Gottesdienst im Namen Gottes, der unser Vater ist. Im Namen Jesu, der unser Freund und Bruder ist. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns hilft, alles zu verstehen. Amen. Wir wollen jetzt zusammen beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du da bist und danke für den Tag heute. Wir wollen dir Danke sagen für das viele Schöne, was es in unserem Leben gibt. Für unsere Familie, für unsere Freunde, für das Wetter, wie es heute auch ist. Für all das, was es Schönes gibt in unserem Leben. Danke, dass du uns das geschenkt hast. Wir kommen jetzt zu dir in diesem Gottesdienst und wir bitten dich, dass du uns begegnest und dass du uns zeigst, dass du da bist. Amen. Ja, beim letzten Kindergottesdienst, da habt ihr die Geschichte gehört von Thomas, der gar nicht verstehen konnte, dass Jesus, nachdem er am Kreuz gestorben war, wieder auferstanden ist und dass er wirklich lebt. Der wollte das erstmal richtig anfassen und begreifen können, um zu verstehen, doch tatsächlich, Jesus ist wieder da. Das habt ihr beim letzten Mal gehört. Und da gab es sogar ein Rätsel, da konnte man einen QR-Code scannen und konnte uns das Lösungswort schicken. Und wisst ihr was? Das scheint so schwierig gewesen zu sein,
dass nur ganz wenige mir die Antwort geschickt haben. Aber richtig rausgefunden, das Lösungswort, Ostern war das, das Lösungswort war Ostern, das haben richtig rausgefunden. Der Ralf und die Rowena, die Doreen und der David. Und dann haben das noch richtig rausgefunden, die Luise und die Elisabeth. Herzlichen Glückwunsch, das habt ihr super gemacht und vielen Dank, dass ihr uns geschrieben habt. Wie geht's denn dann weiter, nachdem Jesus auferstanden ist? Eine ganze Zeit lang haben die Menschen ihn auf der Erde gesehen, nachdem er auferstanden war. Aber dann ist er zurückgegangen zu seinem Vater in den Himmel und dann war er auf der Erde nicht mehr zu sehen. Und dann haben sich die Jünger gefragt, wie geht das denn jetzt weiter? Bisher haben wir Jesus doch immer gesehen, aber was ist denn jetzt? Sind wir jetzt einfach hier allein gelassen auf der Erde? Und genau an der Stelle kommt das Fest, von dem das Krümelmonster euch vorhin schon erzählt hat, Pfingsten. Und wartet mal ab, wie es damit gleich weitergeht. Voll, voll, Volltreffer! Lust auf ein Liedchen? Dann singt mit uns zusammen Volltreffer! Ein Volltreffer bist du! Mit Familie Geister! Los geht's! Wieder Spaß gemacht. So, und jetzt bin ich aber riesig gespannt, was das jetzt mit Pfingsten ist. Es gibt keine Geschenke und es ist trotzdem ein super Fest. Warum das so ist, das erzählt uns jetzt die Zita. Ich bin gespannt. Los, 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 los. Ich erzähle euch, was damals an Pfingsten in Jerusalem los war. Jerusalem, die Stadt, ist von einer großen Mauer umgeben und nur durch große Tore konnte man
in die Stadt hineinkommen. An Pfingsten kamen von überall her die Juden nach Jerusalem, um das Erntedankfest zu feiern. Alle wollten auf den Tempelberg, wollten Gott ein Opfer darbringen oder wenigstens bei einem Gottesdienst dabei sein. Der Tempel ist der Mittelpunkt für alle Juden und deshalb kamen sie in Scharen von überall her an Pfingsten nach Jerusalem. In einer der großen Hallen, denn der Tempel bestand nicht nur aus dem Gotteshaus, sondern aus verschiedenen Räumlichkeiten. Und in einer der großen Hallen, da versammelten sich all die, die mit Jesus befreundet waren. Sie sprachen miteinander und sie beteten. Na? Der verliert immer seine Kopfbedeckung. So. Und auf einmal war in der Luft ein großes Brausen. Wie ein kräftiger Wind. Und plötzlich erschienen feurige kleine Flammen und senkten sich auf die Köpfe nieder. Aber es brannte kein wirkliches Feuer. Es war nur ein Zeichen für den Heiligen Geist. Das Besondere war aber nicht das, was die Menschen sahen, sondern das ganz Besondere ist das gewesen, was in den Herzen der Menschen passierte. Sie wurden nämlich plötzlich ganz froh und lobten Gott ganz laut. Jetzt wurde ihnen auf einmal klar, wie viel Gutes Jesus gesagt und getan hatte. Und vor allem, dass er bei ihnen war, auch wenn sie ihn nicht sehen konnten. Ganz begeistert dankten die Menschen Gott und sie feierten laut und fröhlich miteinander. Erst nach einer ganzen Weile merkten sie, dass sie auch in Sprachen reden konnten, die sie gar nicht gelernt hatten. Und als sie das entdeckten, wurden sie sogar noch fröhlicher und dankten Gott dafür, dass sie das durch den Heiligen Geist einfach konnten. Das laute Brausen hat viele Menschen angelockt. Und das Feiern war natürlich auch ein Anziehungspunkt. Und sie standen da und beobachteten, was wohl mit den Menschen in der Halle passierte. Und plötzlich geschah noch ein Wunder, das mit Sprache zu tun hat. Nicht nur, dass die Jünger in einer unbekannten Sprache Gott lobten. Die Menschen hörten auch und verstanden ganz andere Sprachen. Die Römer verstanden Latein, die Griechen Griechisch, die Afrikaner hörten ihre afrikanische Sprachen, die Araber Arabisch, und die Perser Persisch. Obwohl der Jünger nur in einer Sprache redete, verstanden die Menschen um ihn herum ihn in ihrer eigenen Sprache. Da erschraken die Leute.
Es war ihnen unheimlich. Wie soll so etwas möglich sein? Das ist doch unheimlich. Unmöglich. Die einen sagten, da ist ein Wunder geschehen. Das ist wirklich ein Wunder. Aber andere sagten, oh, Wunder gibt es doch gar nicht. Die hier, die sind doch alle nur betrunken. Und während sie so diskutierten, stieg einer der Männer auf ein Podest. Und zum Zeichen, dass er eine Rede halten wollte, hob er die Hand. Und als Stille eingekehrt war, begann er mit lauter Stimme zu reden. Hört mir zu, alle, egal ob ihr in Jerusalem wohnt, ganz egal woher ihr kommt, diese Leute hinter mir, die sind nicht betrunken. Schon vor langer Zeit hat der Prophet Joel von dem gesprochen, was heute geschehen ist. Der Geist Gottes ist uns geschenkt worden, der Heilige Geist. Es hat sich erfüllt, was in den alten Schriften schon bekannt gemacht wurde. Auch alles, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, musste so kommen. Er hat durch viele Wunder bewiesen, dass er wirklich Gottes Sohn ist. Und trotzdem habt ihr ihn mit Hilfe der Römer am Kreuz sterben lassen. Aber Gott hat ihn wieder lebendig gemacht. Und wir wissen, dass er lebt. Wir haben ihn nämlich nach der Kreuzigung mit eigenen Augen gesehen. Wir waren auch dabei, als er in den Himmel gehoben wurde. Und nun hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Und das alles glauben wir nicht nur, weil es die Propheten vorhergesagt haben, sondern weil wir es selbst erlebt haben. Und das müsst ihr wissen. Gott hat diesen Jesus zum Herrn über alles gemacht. Boah, die Menschen waren sehr beeindruckt von der Rede und fragten Petrus, was sie nun machen sollten. Und Petrus sagte, lasst euch taufen. Zum Zeichen, dass ihr mit Gottes Hilfe neu anfangen wollt und euer Leben ändert. Dann werdet auch ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Und viele Menschen, zu vielleicht 3000, ließen sich noch am gleichen Tag taufen. Und mit den 12 Aposteln bildeten sie so die erste Gemeinde. Zu dieser Zeit kamen immer noch mehr Menschen hinzu. Sie feierten Abendmahl und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Von jetzt an nannte man die Apostel Jünger, weil Jesus sie in seinem Auftrag als Mitarbeiter in die ganze Welt gesandt hat. Die Geschichte erzählt also vom ersten Geburtstag einer Gemeinde. Und die Geschichte wird immer noch weitergeschrieben. Auch unsere KIGO-Gemeinde gehört dazu.
Und jetzt wird Geburtstag gefeiert. Krümelmonster, komm, wir decken den Tisch. Der Geburtstag der ersten Gemeinde, das ist Pfingsten. Ich liebe Geburtstage. Und was hat die Zita gesagt? Wir wollen feiern und den Tisch decken? Da bin ich doch dabei, da bin ich doch dabei, da bin ich doch dabei. Ihr auch? Aber wisst ihr was? Erst noch singen wir ein super cooles Lied zusammen. Gott hat ja gezeigt, wie stark er ist. Feuerflammen waren da. Der konnte plötzlich reden und die Leute haben alle ihre Sprache verstanden. Das geht doch nur, weil Gott stark ist. Und zwar stärker noch als Superman. Singt mit mir zusammen und mit der Familie Wagner. Gott ist stark. Jawohl. Glaubt ja gar nicht, was man mit einem Blatt Papier alles machen kann. Essen kann man es nicht, aber man kann es falten. Das nennen die Japaner Origami. Ich kann das nicht so gut. Ich bin ja auch kein Japaner. Aber die Anni, die ist auch kein Japaner, aber die weiß, wie es geht. Und die zeigt's uns jetzt. Los, Anni, los, los, los. Auf geht's. Hallo, ihr
Ich möchte heute mit euch Origami-Tauben basteln. Origami-Tauben? Was ist das denn? Das sind so Origami-Papier, sind so Blätter, die extra Faltpapier sind. Ihr könnt das Ganze aber auch mit jedem anderen Blatt machen. Wichtig ist nur, dass es ein quadratisches Blatt ist. Das heißt, die Seite und die Seite sind genau gleich lang. Ihr könnt ja Mama und Papa mal fragen, ob sie extra so Papier haben oder ob sie euch das zurechtschneiden können, dass sie das genau ausmessen. Das wäre wichtig dabei. Und Tauben, wir haben ja Pfingsten und deswegen haben wir als Zeichen für den Heiligen Geist die Taube. Deswegen möchte ich als Erinnerung daran diese Tauben basteln. Wenn die fertig sind, sehen die ungefähr so aus. Wir waren heute schon sehr fleißig und haben schon ein paar Tauben zusammen gebastelt. Und wenn ihr ganz fleißig seid, dann könnt ihr die auch in verschiedenen Größen basteln. Und ihr könnt daraus zum Beispiel auch ein Mobile machen. Da könnt ihr euch noch Stöcke sammeln und die dann mit Bindfäden verbinden und da die Tauben dranhängen, sodass sie durch eure Wohnung fliegen. Also, wir fangen an mit diesem quadratischen Papier und legen es so vor uns. Die Spitze zeigt zu unserem Bauch. Und wir falten von unten die eine Spitze auf die andere Spitze. Zu einem Dreieck. Dann machen wir das wieder auf und legen genau diese Kante wieder zu vor uns. Daraufhin falten wir wieder die untere Spitze auf die obere Spitze. Dann drehen wir das Ganze wieder so, dass die Dreieckspitze zu uns zeigt und können diese jetzt so ganz gerade nach oben falten. Dann sieht das aus wie so ein kleines Segelboot. Dann nehmt ihr eine der beiden, am besten dreht ihr das wieder so, dass es wieder nach unten zeigt, dann kann man nämlich immer besser falten. Nehmt ihr eine der beiden Seiten und faltet die wieder so nach oben, aber nicht komplett, sondern dass es so quasi die Hälfte hier ist, ungefähr. So, dann habt ihr wieder ein Dreieck. Dann habt ihr aber ja jetzt hier auch so eine Faltung und die könnt ihr nutzen, um das Ganze so zusammenzufalten. So. Und von der anderen Seite sieht es genauso aus. Dann habt ihr schon fast die Flügel geschafft. Jetzt nehmt ihr wieder nach unten zeigend die eine Spitze und faltet sie nach oben. Dann nehmt ihr die, dreht ihr das Ganze um und nehmt die andere Spitze und faltet sie genau auf die erste Spitze drauf. Dann sieht eure Taube schon fast fertig aus. Jetzt fehlt noch der Schnabel. Dafür nehmt ihr die Spitze hier und faltet sie schräg nach unten. Ungefähr so. Dann nehmt ihr die gleiche Spitze, biegt sie einmal in die andere Richtung. Auch wieder genauso schräg nach unten und habt dann hier so einen Knick. Das könnt ihr jetzt hier mit, da könnt ihr jetzt hier mit dem Daumen reingehen und mit dem Zeigefinger den nach unten knicken. Und schon ist der Schnabel entstanden. Ja,
jetzt ist eure Taube eigentlich schon fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch Augen drauf malen oder andere schöne Sachen, die ihr so an eurer Taube gerne haben wollt. Und dann könnt ihr eure Tauben alle zusammen durch die Gegend fliegen lassen. Viel Spaß dabei. Tschüss! Das war ja ganz schön schwierig. Habt ihr das hingekriegt? Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja mal ein Foto schicken, wenn ihr fertig gebastelt habt. Und jetzt ist aber ganz klar, jetzt brauche ich Bewegung. Ich brauche Bewegung. Und da haben die Esther und ihre Kids was vorbereitet für uns. Los, 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 wir spielen. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir wollen mit dir spielen. Das heißt, du darfst als allererstes mal aufstehen, rauf vom Sofa, hinstellen. Das ist nämlich ein Actionspiel. Und du musst richtig gut zuhören. Ich werde immer sagen, was du tun sollst. Und du springst und machst und tust mit, genauso wie die Kinder hier. Aber aufgepasst. Du machst es nur, wenn ich sage, Simon sagt, mach zwei Hampelmänner. Dann machst du die. Und wenn ich einfach nur sage, mach zwei Hampelmänner, darfst du es nicht machen. Nur Simon sagt, mach zwei Hampelmänner. Wir probieren erstmal eine Runde und schauen, ob du schaffst. Achtung! Simon sagt, mach zwei Kniebeugen. Eins, zwei, genau. Und Simon sagt, hüpf in die Luft. Oh, und Simon sagt, runter die Hocke. Genau. Machst du auch mit? Und Simon sagt, spring hoch. Simon sagt, fass deinen Kopf an. Simon sagt, hab dir eine Nase. Simon sagt, wink einmal. Und geh runter die Hocke. Oh, das hat der Simon nicht gesagt. Vorsicht. Genau, ja, schon, das ist noch gepasst. Okay, weiter geht's. Simon sagt, drei Hampelmänner. Drei. Und Simon sagt, runter die Hocke. Simon sagt, aufstehen. Und strecken. Boah, ganz, ganz, ganz gut strecken. Und Simon sagt. Du hast doch mit dich Simon gesagt. Doch, ich habe gesagt, Simon sagt schon, ich stehe auf und streck dich. Und dann Simon sagt, halt dein Bäuchlein. Und Simon sagt, lauf mal auf der Stelle. Wir müssen wieder Leute. Hör auf! Das hat der Simon nicht gesagt. Du musst weiterlaufen, weiterlaufen. Du bist immer noch am Laufen. Das hat doch der Simon gar nicht gesagt. Und Simon sagt, wir machen 5 Strecksprünge. Achtung, von ganz unten. Wer schafft das denn? Ganz hoch. Ganz unten. 1, 2, 3, 4. Und ganz hoch, 5. Super, hast du es auch geschafft? Und Emily, jetzt bist du da meine Spielleiterin. Emily macht noch eine Runde mit uns. Mal gucken, ob du noch mit durchhältst. Lukas, machst du es nicht mehr? Okay, Emily, ich gehe mal hier rüber. Leg los, Emily. Simon sagt, klatsche dreimal auf die Knie. Simon sagt, dreh dich. In die Hocke. Jesus, du hast uns den Heiligen Geist geschenkt. Dafür danken wir dir. Du bist so gut zu uns und hast uns fest versprochen, mit uns zu sein, wenn wir uns versammeln, um darüber nachzudenken, wie wir den anderen Menschen zeigen können, dass wir auf dich hören. Hilf uns, dass auch wir ein Jünger oder Jüngerin von dir sein können. Hilf uns, dass wir Gutes denken. Hilf uns, dass wir Gutes sagen. Hilf uns,
dass wir Gutes tun. Denn dann sind wir ein Zeichen deiner Liebe. Amen. Und jetzt verspricht Gott uns, dass er bei uns ist, bei uns zu Hause, bei euch in der Schule, im Kindergarten, wo auch immer ihr seid. Und das verspricht er uns mit seinem Segen. Der Herr segnet euch und er behütet euch. Er lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Er erhebt sein Angesicht auf euch und er gibt euch seinen Frieden. Amen. Jetzt aber los mit der Geburtstagsparty, von der die Zita erzählt hat. Guck mal, ich habe mich schon schön gemacht für euch und für den Geburtstag der Kirche. So, und was hat die Zita gesagt? Der Tisch wird gedeckt. Zita, wo bist du denn? Wollen wir nicht anfangen? Ich will den Geburtstag der Kirche feiern. Pfingsten, los Zita, komm! Ja, ich komme ja schon. Eine richtige Geburtstagsdecke. Na, das lobe ich mir. Mit Luftballons drauf. Und jetzt, Zita, was denn jetzt? Was ist das denn? Kommt der Geburtstag? Oh. Das ist schon eine Überraschung. Geburtstagskuchen. Ich liebe Geburtstagskuchen. Zita, darf ich den schon essen? Später. Oh, später. Der riecht aber ganz ausgezeichnet. Und Blumen. Und Becher. Ich liebe das, wenn die Kirche Geburtstag hat. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, Krümelmonster, wir auch. Sollen wir auch ein Geburtstagslied singen für die Kirche, Zita? Ja, erst zünden wir noch die Geburtstagskerze an. Ja, genau, die Geburtstagskerze. So. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Kirche. Happy birthday to you. Unsere Kirche und jede Kirche weltweit, weil Pfingsten ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal und feiert schön. Euer Krümelmonster und die Zita. Tschüss.